Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Heute habe ich ein richtig schönes, luftiges, sommerliches DIY für euch. Man könnte auch fast sagen, das ist so ein Lieblings-DIY von mir. Ich zeige euch, wie ich einen Kranz mache. Jetzt im Juli hat man noch eine tolle Auswahl in der Natur und im eigenen Garten an ganz tollen Naturmaterialien. Und bei der Auswahl habe ich auch darauf geachtet, dass die Materialien auch noch schön aussehen, wenn sie dann langsam eintrocknen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich alles gesammelt habe und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und natürlich beim Nachmachen. Das Material, was ihr hier jetzt seht, werde ich nachher auch nicht alles im Kranz verwenden. Das soll als Inspiration und Anregung für euch dienen. Vom Wegrand habe ich jetzt die Kamille, den Rheinfern und hier die Samenstände vom Wiesenkerbel. Aus dem Garten habe ich hier Thymian, Lavendel, Mohnkapseln, Frauenmantel, hier so kleine weiße Röschen, diese blaue Distel, Schafgarbe und Hortensie. Der Clou wird dieses Mal sein, dass ich dieses Gras hier in den Kranz einarbeite. Die Idee, so ein Gras zu verwenden, habe ich von der lieben Christel vom Blog Pomponetti. Sie hat eine Sommergirlande mit solchem Gras gemacht. Und es gibt so einen schönen, luftigen, natürlichen Charakter, dass ich das jetzt unbedingt mal ausprobieren wollte. Dann braucht ihr noch einen Strohrömer, eine Gartenschere und Myrtendraht. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ich herausfinden will, ob verschiedene Materialien zusammenpassen oder nicht, dann bilde ich einfach kleine Sträußchen und dann sehe ich ganz schnell, ob das Ganze zusammen funktioniert oder eben nicht. Zuerst bereite ich jetzt mein Material vor und dafür schneide ich von allem zuerst mal so 10 bis 12 cm lange Stücke ab. Das Gras lasse ich natürlich am Stück, das hat so eine Länge von 30 bis 40 cm. Zuerst befestige ich jetzt den Draht an dem Kranz, indem ich ihn zweimal außen herum schlinge und dann Anfang und Ende gut miteinander verzwirble. Aus meinem Material bilde ich jetzt so kleine Sträußchen und damit der Strohrömer schön bedeckt wird, lege ich ein Sträußchen immer schräg nach außen zeigend an und das nächste zeigt dann mehr nach innen. Und jetzt an der Stelle überlegt ihr euch auch am besten schon, mit welcher Hand ihr das Material festhaltet und mit welcher Hand ihr wickelt. Also ich halte das Material immer gern mit links fest und wickle dann mit rechts. Den Draht schlinge ich jetzt zweimal drumherum und ziehe ihn fest. Denn diese frischen Materialien trocknen ja immer ein bisschen ein und damit sich nichts löst und später herausfällt, ist es gut, wenn ihr den Draht echt ein bisschen strammer zieht. Jetzt kommt schon mein Gras zum Einsatz. Dafür habe ich mir so ein kleines Bündel genommen. Dieses lege ich jetzt zu so einer Schlaufe und zwar so, dass die feinen Enden nach außen wegstehen und hier oben so ein Bogen entsteht. Und diesen Bogen nehme ich jetzt und klappe den so nach unten und halte den mit meinem Daumen fest. Und genauso lege ich diese Schleife, die da entstanden ist, auf meinen Kranz auf. Und dann wickle ich einmal schräg darüber. Und dann ist das Gras auch schon mal fürs Erste befestigt. Wichtig ist, dass diese feinen Enden so nach außen wegstehen. Und achtet darauf, dass ihr das Material, was jetzt schon aufgewickelt ist, nicht mit runterwickelt, sondern einfach daran vorbeifädelt. Und damit die Lücken schön gefüllt werden, verwende ich gern nach so kompakten Blütenständen immer gern so ein bisschen was Fluffigeres. Was man beim Wickeln gern ein bisschen aus den Augen verliert, ist, dass man gleich breit bleibt und dass die Farbtuffs gleichmäßig im Kranz verteilt sind. So, ich bin am Ende angekommen. Das Ende ist immer ein bisschen knifflig, aber das ist kein Problem, das bekommen wir hin. Und zwar mache ich das immer so, dass ich die Stiele ein bisschen kürzer schneide, dann den Anfang hebe, die Stiele darunter stecke und das Ganze dann wie gewohnt festbinde. Und dabei achte ich einfach drauf, dass ich den Anfang nicht mit runterbinde, sondern das ein bisschen so weghalte.
Und um diese letzte Lücke zu schließen, bietet sich natürlich der Frauenmantel und der Wiesenkerbel wunderbar an, denn die sind richtig schön fluffig und decken dann auch das letzte Stück ab. Den Draht vernähe ich jetzt auf der Rückseite und damit auch wirklich alles hält und richtig fest sitzt, fädel ich den Draht jetzt noch einmal außen herum nach hinten, drehe den Kranz um und jetzt fädel ich den Draht zwei, dreimal unter einer anderen Drahtschlaufe durch. Und aus diesem restlichen Stück Draht werde ich mir jetzt eine Schlaufe bilden und dann das Ende gut verzwirbeln. Und so habe ich dann gleichzeitig noch eine Aufhängung. Und so sieht mein fertiger Sommerkranz jetzt aus. Und wisst ihr was? Der duftet richtig toll. Ich glaube, das ist die Schafgarbe und dieser Wiesenkerbel. Also so kann man sich wirklich ein Stückchen Sommer nach Hause holen. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn ich euch inspirieren und motivieren konnte, so einen Kranz nachzumachen oder mal auszuprobieren. Vielleicht habt ihr ganz andere Materialien zur Verfügung, so dass ihr einen anderen Farbmix oder Materialmix habt. Schickt mir doch unbedingt Fotos von euren fertigen Kränzen. Entweder auf Facebook oder auf Instagram, dort unter dem Hashtag Dekoideenreich. Dann können auch andere Zuschauer gucken und sich inspirieren lassen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video und sag für heute Ciao! Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf noch mehr DIY-Ideen, dann dürft ihr hier links klicken. Hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren und denkt beim Abonnieren dran, unbedingt die Glocke zu aktivieren. Nur dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es auf meinem Kanal ein neues DIY gibt. Oder besucht mich doch mal auf Facebook, Pinterest oder Instagram.